Hallo, ich möchte euch ganz herzlich heute begrüßen zur Smoothie-Stunde. Mein Name ist Monika Burkhardt und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und mitmacht. Und wir legen auch gleich los. Wir wollen uns etwas aufwärmen und dazu kreisen wir die Schultern ganz leicht nach hinten. Ich erzähle gleich was zu den Smoothie-Ringen. Vielleicht haltet ihr die zum ersten Mal in der Hand. Aber die Warm-up-Phase, um die Muskulatur aufzuwärmen, ist ganz wichtig. Schultern nach oben ziehen und nach hinten kreisen. Genau. Ja, das kann manchmal ein bisschen knacken. Darf es ruhig. Sehr schön. Ja. Dann kommen wir in den ersten Schwung. Das ist der Parallelschwung. Was man dazu wissen muss, falls ihr die Smoothie-Ringe zum ersten Mal in den Händen haltet. Das heißt, ein stabiles Handgelenk ist die ganze Zeit ganz wichtig. Ich mache es mal vor. Kein schlackerndes Handgelenk, sondern vor und zurück. Vorne so ungefähr im 90-Grad-Winkel und nach hinten so weit, wie ihr einfach kommt. Wir fangen einfach mal an zu schwingen im Parallelschwung. Jawohl, wir machen uns erstmal warm. Das ist ganz wichtig. Genau. Das, was dieses Geräusch macht, das sind jetzt die vier Stahlkugeln, die sich im Inneren des Smoothie-Ringes befinden. Atmen nicht vergessen, auch ganz wichtig. Genau. Jawohl. Diese Schwingung, die ihr spürt, überträgt sich jetzt auf den gesamten Körper. Das heißt, jede Körperzelle wird jetzt mit Energie versorgt. Ja. Super. Ja. Genau. Ihr könnt leicht mitwippen. Der Stand sollte sein, hüftbreiter Stand. Bauch in Richtung Bauch, Nabel in Richtung Rücken. Das erreicht man am besten, indem man einmal kurz ich sagt. Und wenn ihr das mal macht, dann ich, dann merkt ihr schon, ah, der Bauchnabel, der zieht sich Richtung Rücken. Dann seid ihr in der richtigen Smoothie-Position. Wir schwingen uns ein im Parallelschwung. Ganz wichtig für die Schultergelenke, für den Brustbein. Das Aufwärmen ist immer ganz wichtig. Die nächste Übung, wir nehmen die Fußsohlen mit dazu. Ja, sehr gut. Atmen nicht vergessen. Schultern sind bitte tief, Bauch ist angespannt. Jawohl. Genau. Na, ein bisschen geht noch. Genau. Wir schwingen wieder im Stand, kräftig vor und zurück. Ja, genau. Genau. Und wir fangen so langsam an zu wippen. Wir sind immer noch beim Aufwärmen. Genau. Unsere Fußgelenke wärmen wir gerade auf, unsere Kniegelenke. So wie Slalom fahren. Genau. Und wir schwingen wieder am Stand. Genau. Nächste Übung.
Ganz einfach. Ich mache sie einmal vor, dann könnt ihr mitmachen. Genau. Wir tippen nach vorne. Genau. Wir nehmen jetzt den unteren Rücken mit. Unseren Beckenboden. Auch ganz wichtig für uns Frauen. Ja. Sehr schön. Genau. Und schwingen. Im Stand wieder, im Parallelschwung. Jawohl. Wir nehmen die Füße jetzt nach hinten. Genau. Merkt schon, es wird ganz schön einem warm. Mir zumindest. Ja. Genau. Ja. Genau. Einfach nur so anticken hin. Drei, zwei und eins und schwingen. Wir schwingen nur mit dem rechten Arm vor und zurück. Genau. Ja. Kommen jetzt so ein bisschen in die Dynamik rein und schauen über die Schulter. Nach hinten. Beine stehen parallel. Knie ganz leicht durchgedrückt. Bauch ist eingespannt. Ja. Und wir wechseln auf die andere Seite. Erstmal ganz stabil. Genau. Ja. Und wir gehen auch hier jetzt wieder in die Dynamik rein. Über die Schulter, nach hinten. Ja. Sehr schön. Und wir schwingen. Genau. Wir schwingen mit dem linken Arm vor unserem Körper. Ja, genau. Wir nehmen den anderen parallel mit dazu und bereiten jetzt unsere Schultern, unseren Brustgürtel auf die nächsten Übungen vor. Ja, genau. Kräftig. Es geht jetzt schön in die Tiefenmuskulatur. Da soll es auch ankommen. Ja, genau. Nur mit dem rechten Arm vor dem Körper. Ja. Smoothie heißt Swing, Move and Smile. Also auch immer lächeln. Smoothie zaubert dir ein Lächeln aufs Gesicht. Ja. Und kommen in den Überkreuzschwung. Ja. Das ist gut für unseren Brustöffner, für den Pectoralis Major, der gerne verkürzt ist. Gerade im Homeoffice sitzen wir alle vor unseren Schreibtischen, verkürzen unseren Pectoralis Major. Das ist so der Brustöffner. Wenn ihr es noch ein bisschen weiter aktivieren wollt, dann könnt ihr auch nach vorne euch öffnen. Das mag der Brustöffner sehr gerne. Schöne Übung für alle,
die viel Homeoffice machen, oberen Rückenschmerzen haben, öffne. Drei, zwei, letztes Mal und wir bleiben im Überkreuzschwung. Öffnen zur Seite, Mitte, Seite. Ja. Fußspitzen zeigen so ein bisschen zur Seite, wenn ihr euch öffnet. Ja. Jeder so, wie er kann, nach seinem persönlichen Fitness- und Gesundheitszustand. Geht noch. Drei, zwei, eins. Kommt wieder in den Parallelschwung. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir ist schon richtig warm geworden. Ich hoffe, euch auch. Genau. Okay, wir schwingen wieder im Parallelschwung. Macht mit. Genau. Und hebt das Bein abwechselnd. Hoch. Schwingen. Anderes Bein. Sehr schön. Jawohl. Sehr schön. Andere Übung, wir bleiben im Parallelschwung, zur Seite, Mitte, andere Seite. Ja, kann so ein bisschen wippend sein, federnd, wie ihr möchtet. Ja, ganz leicht, sanft. Sehr schön. Drei, zwei, letztes Mal. Sehr schön. Genau. Muss mal ganz kurz. Geht's besser. Gut, wir sind ja auch live. Von daher. Gut, nächste Übung. Wir wollen uns lang machen. Wir wollen die Wirbelsäule strecken. Das heißt, auf die Zehenspitzen, wenn die Ringe hinten sind. Kommt, wir machen zusammen. Das ist ein Ganzkörpertraining. Noch fünf, drei,
letztes Mal. Aber wir schütteln mal aus. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Ja, genau. Ja, sehr gut. Genau, einfach mal ausschütteln. Kommen weiter in den Parallelschwung. Arme nach vorne. 3, 2, 1. Wir schwingen gemeinsam weiter. Ja. Wir nehmen den ganzen Körper mit. Ran. Ja, schön die Dehnung hinten in der Wade spüren. Ja. Sehr schön, ein bisschen geht noch. Drei, zwei, eins. Und wir schwingen erstmal am Stand weiter. Schütteln aus. Ja. Wechseln zur anderen Seite. Hoch, lang, lang, lang. Ja. Sehr schön. Drei. Wir stehen wieder und schwingen. Sehr schön. Gut. Wir nehmen die Arme. Genau. Den rechten Arm. Ja, so in Herzhöhe. Und schwingen ihn erstmal zur Seite. Ja. Schultern bleiben bitte tief. Hüftbreiter Stand. Knie ganz leicht angewinkelt. Genau. Und gehen jetzt mit nach hinten. Aus der Dynamik kommen wir wieder in die Stabilität. Ja. Genau. Drei. Letztes Mal. Sehr gut. Einmal ausstufen. Genau. Anderen Arm. Gleiche Übung. Ein Arm geht meistens immer besser. Jawohl. Genau. Wer Schulterprobleme hat, da bitte immer bis zum Wohlfühlweh. Aua, sage ich immer. Genau. Aber Bewegung ist wichtig, auch bei Schulterproblemen. Bei Kalkschulter, Impingement-Syndrom. Ganz wichtig, sie zu bewegen. Dann nur wirklich leichte, sanfte Bewegungen. Aber wer kann, gerne etwas stärker. Und wieder dynamisch nach hinten. Jawohl. Gut. Drei, zwei, eins und wieder. Beide Arme. Schultern sind tief und spürt mal in euch rein, wie ihr die Anspannung in der Körpermitte spürt. Sehr schön. Ja. Drei. Zwei, eins.
kommt in den Diagonalschwung. Genau. So ein ganz physiologischer Schwung, den wir auch benutzen, wenn wir im Wald unser Waldwalking machen, unser Smoothie-Walking machen. Ganz physiologischer Schwung. Sehr schön. Genau. Und wir können mal so ein bisschen marschen am Stand. Lächeln nicht vergessen. Ganz wichtig. Ja. Und bleiben am Stand und schwingen wieder dynamisch vor und zurück. Langsamer. Ganz langsam. Ganz langsam. Auf die Fußspitzen. Und ziehen wieder durch. Genau. Okay. Wir schwingen nur mit dem rechten Arm vor unserem Körper. Wir nehmen den anderen im Parallelschwung vor unserem Körper mit. Sehr schön. Auch weit nach oben kommen. Genau. Sehr schön. Genau. Nehmen jetzt unsere Füße mit dazu. Gleich. Genau. Entweder könnt ihr so das Ganze machen. Das ist vielleicht für den Anfang recht schwierig. Dann macht ihr einfach genau einen Ausfallschritt zur Seite. Genau. Sehr schön. Ah, ja, bei mir kippelt es auch manchmal. Genau. Sehr schön. Und schwingen parallel. Nehmen beide Beine kräftig mit. Ja. Sehr schön. Bleiben im Stand und nehmen jetzt das andere Bein einfach mit dazu. Einfach gesagt, ich weiß. Genau. Aber alles, was wir mit einem Fuß machen, jede Übung, die wir mit einem Fuß machen, geht ganz tief ins Bindegewebe, in unser Fasziengewebe rein. Sehr schön. Genau, jetzt kipp ich auch. Jetzt bin ich auch aus dem Takt. Ein bisschen geht noch. Drei, zwei, eins. Sehr schön. Ja, genau. Und wir schwingen wieder. Ja. Wir wiederholen die Übung noch einmal. Ja. Sehr schön. Drei, zwei, eins. Und schwingen wieder. Sehr schön.
stabil und nehme nochmal das andere Bein. Genau, am besten so einen Punkt fixieren, dann geht das ganz gut. Kippelt man nicht so. Genau. Ja, geht doch, sehr schön. Super. 3, 2, 1. Sehr gut. Ausschwingen. Genau. Ja. Wir schwingen nur mit dem rechten Arm an der rechten Seite vor und zurück. Sehr gut. Den zweiten Ring nehmen wir auch rechts mit dazu, dass ihr die Dehnung in der linken Seite spürt. Ja. Genau. Ihr könnt die Beine nebeneinander aufgestellt haben oder ihr könnt den rechten Fuß gerne dicht hinter den linken Fuß stellen, dann merkt ihr, eure Spannung, die verstärkt sich auch noch im Beckenboden, in der Gesäßmuskulatur. Ja, genau. Sehr gut. Sehr schön. Herr Marc springt jetzt auf die andere Seite. Ich versuche es einfach mal. Genau, so. Und dann springen wir und schwingen auf der anderen Seite weiter. Genau, die Dehnung spürt er jetzt auf der rechten Seite. Gibt eine schöne Taille. Brauchen wir für den Sommer. Ganz wichtig. So, schwingen und Spaß haben dabei. Spaß sollt ihr haben dabei. Genau. Trink zwischendurch auch mal was. Genau. Ja. Und kommt wieder in den Parallelschwung. Sehr schön. Genau. Genau. Sehr schön. Und komm nochmal so ein bisschen in die Dynamik, in die Elastizität. In die Plantarfaszien. Ja, schön weit nach hinten ausschwingen. Genau. Ja. Sehr schön. Genau. Jawohl. Und wir kommen in den Diagonalschwung vorne. Uns jetzt um unsere Adduktoren, das sind die Oberschenkelinnenseiten. Genau. Ihr habt den Bauch angezogen, gell? Also, wenn, dann sagt er lieber nochmal ich und dann spürt ihr schon, Bauchnabel geht oder küsst die Wirbelsäule. Ja. 3, 2, 1. Am Stand schwingen. Ja. Und die andere Seite. Öffnen. Auch gut für den Hüftbeuger. Drei,
zwei, eins. Und so ein bisschen pendeln zu jeder Seite. Um den Körper herum. Ja. Ein bisschen mitgehen. Ja. Schön. Dann kommen wieder nach vorne in den Überkreuzschwung. Ja, genau. Sehr schön. Beim Öffnen abwechselnd das rechte und das linke Bein anziehen. Sehr schön. Drei, zwei, letztes Mal, verspreche ich euch. Gut. Sehr schön. Kurz einmal alles ausschütteln, ist vielleicht auch ganz gut. Genau. Genau, ja. Genau. Für die Schulter auch nochmal die liegende Acht. Werden. Klein. Na, ihr spürt schon hier öffnen, schließen. Ja, die Rotatorenmanschette der Schulter. Gleich auf der anderen Seite die liegende Acht auf der linken Seite mit dem Smoothie-Ring beschreiben. Ja. So, größer werden. Wir kommen noch mal in den Parallelschwung. Genau. Gut atmen. Genau. Genau. Bleiben noch mal einen Fußstand stehen. Genau. Fußspitze nach unten, nach oben, nach unten, nach oben. Und. Drei.
zwei, eins. Sehr schön. Weiter schwingen. Ein Bein geht immer besser. Bin gespannt, welches das bei euch ist. Einmal hoch. Genau. Flex, Point, Flex. Ja. Sehr gut. Drei, zwei, eins. Sehr gut. Wir schwingen weiter und beschreiben mal mit unseren Füßen ein V. Das heißt, wir gehen vor, vor, nach hinten. Vor, vor, nach hinten. Klar, ein bisschen weiter nach hinten. Sonst komme ich. Genau, sehr schön. Jawohl. Genau. Einmal noch. Sehr schön. Schwingen weiter. Pendeln aus. Jawohl. Sehr gut. Einmal ausschütteln. Wenn ihr was zu trinken braucht, dann nehmt euch was zu trinken. Auch kann nicht schaden. Ja, so ihr Lieben. Genau. Ich hoffe, euch ist schon warm geworden. Wir kommen jetzt so in die Cool-Down-Phase. Die dauert auch noch mal so ein paar Minuten. Ist aber auch immer ganz wichtig, dass die Muskeln einfach noch mal weiter erwärmt werden. Genau. Alles genau. Ist immer so ein bisschen aufeinander abgestimmt. Lasst uns zum Schluss in die Cool-Down-Phase kommen. Genießt es einfach noch. Entspannt euch jetzt. Ihr habt ja das Schlimmste überstanden. Okay, genau. Denkt dran, die Schultern schön nach hinten ziehen. Hüftbreiter Stand. Ja, ein bisschen leicht angewinkelte Knie. Genau. Und breitet die Arme aus. Genau. Zieht euch zur rechten Seite und zur linken Seite. Spürt die Dehnung in der Taille, in der Hüfte. Ja. So weit ihr könnt. Bleibt in der Mitte stehen. Ein Ring hier. Nehmt den Ring nach oben. Zur Seite. Ja. Leicht wippend. Schön in die Dehnung gehen. Langsam lösen. Und Seite wechseln. Ja. Schön lösen. Nehmt die Ringebeine nach oben und so macht euch lang. Kirschen pflücken. Bleibt stabil in eurer Körpermitte. Bauch ist wieder angespannt, ne? Wird immer so leicht vergessen. Bleibt mal in der Dehnung. Die Ringe nach hinten und kommt schön in die Dehnung.
Stellt euch seitlich auf. Genau. Geht in den Ausfallschritt und spürt hinten die Dehnung. Zieht das Bein an. Genau. Und jetzt drehen. Ja, dagegen. Hinter euren Kopf. Genau. Und schaut über die Schulter. Nach links, nach rechts. Ja. Nochmal nach oben. Genau. Lasst sie fallen. Und die liegende Acht. Ein letztes Mal noch. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und hoffe, es hat euch so gut gefallen, dass ihr nächstes Mal wieder mitmacht. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Tschüss.